So, heute habe ich mal die Idee umgesetzt, wie man in einem IPC-Container im Sumpftal unterbringen kann. Und ich hatte einfach noch so einen Deckel von so einer Regentonne. Und dann habe ich hier mit vier Drähten aufgehangen. Und hier kann ich jetzt prima im Prinzip die Töpfe stellen. Ein paar Fliesen noch als Hilfe, damit es schön gerade steht. Und ja, so hat man halt unten ca. 600 Liter Wasser. Und hat oben ein Sumpfteil und kann trotzdem die fast knapp 1000 Liter von dem IPC-Container nutzen. Ich werde hier vor allen Dingen junge Fische einsetzen, die dann im Sommer hier aufwachsen sollen. Ja. Ich hoffe, euch gefällt's.